Eins ist uns noch aufgefallen, Lilly Fischer, während dieser Diskussion 90 Minuten Fußballlänge. Wollen Ihnen ein Foto zeigen und Sie dürfen einmal raten, Frau Fischer, wer das ist. Wir zeigen Ihnen gerade mal das Foto. Ich hoffe, ja. Sie sehen es bei sich. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Haben Sie gesehen, wer es ist? Wissen Sie es? Und bei welchem Thema und wer gerade redete? Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich habe es leider wirklich nicht gesehen. Ich habe viel witziger beobachtet, dass sie sich am Anfang so Papierchen hin und her geschnipst haben, die Kandidaten. Das fand ich auch sehr witzig. Dann löse ich es ganz kurz auf. Das in dem Moment war Armin Laschet gerade auf sein Handy getippt, immer wieder. Ist das ganz normal als Ministerpräsident? Da muss man halt in den 90 Minuten gerade in der schwersten Krise des Landes auch erreichbar sein? Oder war es dem langweilig? Er hat Candy Crush gespielt. Nein, Spaß. Ich glaube, natürlich muss man immer erreichbar sein. Ich meine, man muss aber auch die Priorität dort setzen und sagen, gut, ich lege das Handy weg. Wir können natürlich auch sagen, das war gespickt. Er hat sich da von seinem Team vielleicht nochmal Wörter reinlegen lassen. Glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, wenn Armin Laschet in einem so wichtigen Triel irgendwie auf sein Handy guckt, dann hat das schon einen tieferen Sinn und wird auch wichtig gewesen sein. Okay. Herr Bosbach, sagen Sie auch, wir machen es ja hier genauso im Übrigen. Ne? Auch immer im Studio noch kurz aufs Handy gucken, passiert irgendwas Neues. Völlig normal als Ministerpräsident oder scheint es da ein bisschen langweilig geworden zu sein in der Diskussion? Es gab ja durchaus US-Debatten, die dadurch entschieden wurden, weil jemand zur falschen Zeit auf die Uhr guckte. Also wie gefährlich kann sowas, so eine ungeschickte Gestik, Mimik oder so in so einer Debatte auch mal werden? Also mir ist das aufgefallen, mir war das auch nicht besonders sympathisch. Ich habe dafür nur eine Erklärung, so muss es gewesen sein. Henning Krautmacher, der Sänger der Höhne, hat mich am Nachmittag angerufen. Er hätte Armin Laschet geschrieben, er warte jetzt auf eine Antwort von ihm und das wird die Antwort gewesen sein. Er hat das dann leider in der Sendung gemacht. Und wenn schon Digitalisierung ein Schwerpunktthema des Abends war, dann wollte Armin Laschet wahrscheinlich dokumentieren, dass er virtuos mit seinem Smartphone umgehen kann. Aber es wirkt etwas befremdlich, wenn man das Ding überhaupt während einer solchen Debatte auf dem Tisch liegen hat. Das ist ja das Problem. Wenn du es auf dem Tisch liegen hast, ist die Versuchung groß, damit auch zu arbeiten. Also es muss, Waldemar Hartmann vielleicht noch einmal ganz kurz dazu, es muss doch 90 Minuten während eines Fußballspiels oder einer solchen Debatte eben 90 Minuten auch mal ohne Handy gehen, sagt Wolfgang Bosbach. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.